Kollege Erwin Rüttel aus der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Pflege zu stärken ist eine zentrale Aufgabe unserer Fraktion. In der letzten Wahlperiode haben wir die größte Reform der Pflegeversicherung durchgeführt, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Wir haben in der letzten Wahlperiode massiv durch die Pflegestärkungsgesetze das Leistungsniveau für die Pflegebedürftigen gestärkt. Wir haben die Demenzkranken gleichgestellt. Wir haben die Leistungen in der letzten Legislaturperiode um insgesamt 53% erhöht. Das ist eine großartige Leistung, gerade unseres Gesundheitsministers. Und dem danke ich dafür an dieser Stelle im Namen unserer Fraktion ganz herzlich. Das ist eine großartige, nachhaltige Leistung für die Pflegebedürftigen in Deutschland. Jetzt geht es um eine deutliche und nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte, und zwar so, dass die Pflegebedürftigen weitestgehend nicht zusätzlich belastet werden. Deshalb steht im Koalitionsvertrag der Satz: In der Altenpflege sollen die Sachleistungen kontinuierlich an die Personalentwicklung angepasst werden. Wir haben mit den Sozialdemokraten vereinbart, dass Veränderungen der Personalkosten bei den Pflegesachleistungen berücksichtigt werden müssen. Das heißt, die bessere Finanzierung wird nicht auf dem Rücken der Pflegebedürftigen zukünftig abgeladen. Sie erfolgt über die Kranken- und die Pflegeversicherung. Das Sofortprogramm, mit dem wir anfangs 8.000 neue Fachkraftstellen für die medizinische Behandlungspflege in Pflegeeinrichtungen schaffen wollen, wird daher folgerichtig komplett aus Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert. Weitere Schritte werden kontinuierlich folgen. 2020 werden wir zudem verbindliche Personalvorgaben auf dem Tisch haben und anschließend auch konsequent umsetzen. Mit Blick auf die Krankenhäuser haben wir uns zudem auf Untergrenzen für alle bettenführenden Abteilungen verständigt. Gute Pflege erfordert aber auch gute Löhne. Wir setzen uns deshalb für flächendeckende Stärkung der tariflichen Entlohnung in der Altenpflege und in der Krankenpflege im Krankenhaus ein. Ich darf in diesem Kontext daran erinnern, dass wir bereits in der letzten Legislaturperiode eine Dynamisierung der Pflegesachleistungen alle 3 Jahre beschlossen haben. Ich darf ferner daran erinnern, dass seit Anfang 2017 in jeder vollstationären Pflegeeinrichtung ein einheitlicher pflegebedingter Eigenanteil gilt. Das heißt, es gibt innerhalb derselben Einrichtung keinen Unterschied mehr bei den pflegebedingten Eigenanteilen in den Pflegegraden 2 bis 5. Zuvor stieg im Fall einer Erhöhung zwar die Leistung der Pflegeversicherung an, gleichzeitig aber auch der pflegebedingte Eigenanteil. Dies führte dazu, dass aufgrund eines möglichen höheren Eigenanteils eine Neubegutachtung herausgezögert wurde, obwohl mehr Pflege benötigt wurde. Mehr Aufwand führte nicht gleichzeitig zu mehr Einnahmen zur Bezahlung der Pflegekräfte. Das haben wir mit Wirkung zum 1. Januar 2017 verändert. Das ändert allerdings nichts daran, dass die soziale Pflegeversicherung nun einmal keine Vollkaskoversicherung ist. Als solche ist sie auch nie konzipiert gewesen. Und deshalb sind unabhängig von familiären Unterstützungen unverändert auch Eigenverantwortung und private Vorsorge gefordert. Meine Damen und Herren, die Pflege ist dennoch auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ihre Ausgestaltung muss kontinuierlich an die Bedürfnisse der Pflegenden, der Patienten und der Angehörigen angepasst werden. Und das ist unser Handlungsauftrag, den wir konsequent umsetzen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache.